Sieger! Ja, ihr wisst schon, was ich damit meine. Moin Leute, willkommen zurück in diesem Video. Marc ist mit dabei. Hallo. Hallo. Wir spielen Sonic Mania. Das ist eigentlich ganz schwierig. Hoffe ich mal. Okay. Ich weiß natürlich schon, wie das erste Level geht, aber ihr ja nicht, ihr Ottos. Ich muss sagen, dieses Jahr ist ja Sonic Mania und Sonic Forces rausgekommen. Im nächsten Part machen wir, glaube ich, ein Level in Sonic Forces. Ja, ich werde mal kurz. Leute, ich glaube, ich werde mal kurz die Lautstärke runter tun. So, Zone 1. Ich habe es natürlich jetzt kurz umgestellt. Leute, ich bin sowas von froh, dass endlich mal zwei gute Sonic-Spiele rausgekommen sind. Nach ziemlich langer Zeit. Ziemlich langer Zeit. Also, wie gesagt, Sonic Boom war. Ja. Wie soll ich sagen? Scheiße. Ah, das ist schon wieder ziemlich verkackt gewesen. Ja. Ja. So. Es macht aber mal wieder Spaß, so ein OG-Spiel zu spielen. Leute, das ist jetzt schon der dritte Versuch, diesen scheiß Part abzunehmen. Ich werde natürlich die Fails trotzdem reinschneiden, weil ich es kann. Also das sterben kann ich natürlich auch, aber ich hoffe, ich weiß, vielleicht macht euch sowas Spaß, solche Sachen mal so Spiele austesten, die wahrscheinlich nicht gerade der Titel Belebt sind. vieles ja beliebt sind, weil Sonic als Serie, Spieleserie, ist mittlerweile ziemlich unbeliebt. Da hat sich Sega selbst verkackt. Und ich mag, dass diese Mini-Level wieder drin sind. Die waren in alten Sonics ziemlich oft drin, glaube ich. So ähnliche. Ist halt einfach super, dass sie wieder drin sind. Warte mal. Ach, scheiß auf. Diese Mini-Level waren halt immer in 3D-Style. Was schon ganz nett immer gewesen. Auch nichts, was ich jetzt sagen würde, dass ich die ganze Zeit spielen könnte. Also diese Mini-Level. Aber ich finde gut, dass sie wieder drin sind. Ah. Boah. Die Steuerung ist halt OG. Aber das macht das Spiel auch ziemlich schwierig. An manchen Momenten. Übrigens, ich bin im zweiten Level stehen geblieben, weil ich da nicht mehr weitergekommen bin. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Wenn ein zweiter Teil hiervon kommt, dann könnt ihr mich verzweifeln sehen in Level 2. Sagen wir es mal so, ganz ehrlich. Ich werde jetzt kurz dieses Minigame nochmal zu Ende machen und euch nochmal außerhalb der Level die ganzen Möglichkeiten zeigen. Oh.
Das schaffe ich Oder? jetzt nicht mehr. Das habe ich von einem Fahrzeug ausgewählt. Das steuert sich wie ein Bus. Special Stage, so. Ah ja. Welche Note habe ich denn dafür bekommen? Ich weiß nicht mehr, was sieht man hier? Ah, Queen Hill Zone. Gut, aber das werden wir jetzt nicht weitermachen. Ich wollte euch noch hier was zeigen. Das hier sind Speicherstände. Es gibt auch einen Modus, wo man ohne Speichern. Das ist. Können wir auch mal machen. Es gibt einen Zugabemodus, sind zwei neue Charaktere dazu gekommen. Die kann man, glaube ich, freischalten, die zwei Sachen. Optionen. Und es gibt auch noch Extras. Hier kann man auch freie Sachen freischalten. Man kann, glaube ich, auch noch Sachen sammeln. Also, man wird hier auf jeden Fall begnügt. Wenn euch das gefallen habt, lasst mal ein Like da. Guckt bei Marc vorbei. Wie heißt du, Marc, auf YouTube? Marc unterstrich Fortnite. Könnt ihr alle suchen. Ihr kennt den Marc. Findet. Findet man unter 11 Marc 10.